KinoCast. Hallo und willkommen. Oh, jetzt kommt gleich hier das Intro. Hallo. Hintergrund. Muss man langsam auch einen Credit hier im Podcast für Sie machen. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, schöne Grüße auch von mir, hier vom Erik. Und das ist der KinoCast. Ihr seid dabei. Ja, wir sind jetzt alle schon etwas älter geworden, haben jetzt Nachwuchs. Meine blägen allerdings nicht mehr im Hintergrund rum. Es sei denn, sie wollen irgendwas haben zu Weihnachten oder irgendwas. Oder brauchen Geld für irgendwelche Disco-Besuche oder so. Wir sind aber hier im KinoCast. Wir haben Filme mitgebracht. Zum einen den Sneak-Preview-Film der vergangenen Woche aus den Innenstadtkinos Stuttgart. Das war der Film 791 Kilometer, was nach einem etwas trockenen Titel klingt. War aber ein ziemlich guter Film. Seid da mal gespannt drauf, wenn wir den vorstellen. Dann habe ich gestern im Kino gesehen, auch in den Innenstadtkinos im Gloria, Napoleon, den Film. Ja, ich wollte eigentlich den Godzilla-Film sehen, könnt euch erinnern. Der hatte mich am ehesten reingezerrt ins Kino. Ah, aber da lief nur 18:30. Das ging zeitlich nicht, leider. So bin ich dann meiner Tochter und ihrem Freund, die wollten in Napoleon gehen, habe ich gesagt, komm, dann hänge ich mich dran. Ich habe mich aber nicht neben die gesetzt, war eh nichts frei. Habt ihr da in Ruhe irgendwo anders, auch in den tollen Plätzen. Ja, dann haben wir eine Rezensionsdisc bekommen, die da heißt Reragu Rendezvous, einer der großen Kinoerfolge des vergangenen Jahres, was ja mittlerweile fast nichts Ungewöhnliches mehr ist bei dieser Filmreihe von mit dem Eberhofer. Und die Kate hat sich A Haunting in Venice angeschaut im Heimkino. Der war ja auch relativ gut platziert in den Kinocharts, wenn ich mich da recht erinnere, für eine Weile. Also haben wir heute 4 Filme mitgebracht. Wow, 4 Filme, Wahnsinn. Chris, 791 Kilometer, wohin fahren wir denn? Von wo nach wo? Und ja. Wir fahren von München Hauptbahnhof bis nach Hamburg. München, Hauptbahnhof, Mingen. ICE, ja. Bis zum Flughafen. Wie ging das damals? Weißt du? Ja, so in etwa, das war der Stolper. Wenn Sie in München am Hauptbahnhof einsteigen. Dann sind Sie quasi schon am Flughafen in, ja genau. Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Ja, so funktioniert es leider nicht so ganz, also in diesem Fall. Es ist eher... Deutschland hat gewaltige Klimaprobleme, in dem Fall mit einem großen Sturm zu kämpfen, der den kompletten Flugverkehr lahmlegt und der auch den Bahnverkehr lahmlegt. Deswegen stranden viele, viele Menschen an verschiedenen Bahnhöfen, so zum Beispiel auch am Bahnhof in Minga. Und da lernen wir gleich schon zu Beginn Tiana und ihren Freund Philipp kennen. Und Tiana, gespielt von Lilam Farouk, muss dringend nach Hamburg, weil sie am nächsten Tag ein richtig wichtiges Meeting hat. Am nächsten Tag um 9 Uhr morgens hat sie ein richtig, 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 richtiges Meeting. Und ihr Freund Philipp, der gespielt wird von Ben Münchow, ist eher so, ja, chill mal und oh, wird schon und oh, und ist eher so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen pseudotiefenentspannter, aber halt so ein, ja, ist doch alles nicht so wild und eher so ein bisschen flapsig drauf und was weiß ich was. Und zwischen den beiden knallt es relativ schnell dann am Bahnhof, weil eben Tiana eh schon unter Strom ist, dann kommt noch das dazu und dann ist sie einfach nur noch genervt von ihrem Macker, weswegen sie am Bahnhof noch die Beziehung eigentlich beendet. Sie macht sich dann auf Richtung Taxistand. Da allerdings treffen wir alle auf Marianne, die gespielt wird von Iris Berben. Die ist so, ja, im Ruhestand, ist so ein bisschen spirituell unterwegs, hockt noch bei so Klimaaktivisten und sagt dann, okay, ich muss los, weil ich muss nach Hamburg, ich habe morgen einen Arzttermin, macht sich dann los
und sucht nach einem Taxi. Sie haben alles schön so Taxi-Fahrgutscheine von der Bahn bekommen über, was ist das, 750 Euro? Nee, 100, nee, 350, 350 Euro. Bekommen. Also auch schon so, okay. Und die machen sich dann auf und tatsächlich finden sie auch ein Taxi, das da steht, relativ verlassen, mit schön oben Beleuchtung an und allem. Und während Tiana der Meinung ist, hey, das ist mein Taxi, ist Marianne der Meinung, hey, das ist mein Taxi. Und Marianne, ja, wir fahren uns gleiches Ziel, ist doch wurscht, können wir zusammenfahren. Und setzt sich rein. Tiana setzt sich dann auch mehr oder weniger rein. Innen drin sitzt schon jemand allerdings, nämlich Susi, die spielt Lena Urzendowski. Die sitzt da schon drin, so, hallo, ich will auch nach Hamburg. Okay, alles klar. Wirkt so ein bisschen seltsam, so ein bisschen, ja, als ob sie wirklich ein Geheimnis mit sich rumträgt auch und will nicht so richtig raus mit der Sprache, ist so ein bisschen zurückhaltend am Anfang auch noch. Und ja, wie es denn halt dann so ist, auch Philipp macht sich dann zu dem Taxi, weil er das mit Tiana nicht akzeptiert. Und dann sitzen da quasi mehr oder weniger alle an dem Taxi rum und dann kommt erst der Taxifahrer mit Josef, mit Joachim Krohl. Und der sagt erstmal, ey, raus aus meinem Taxi. Was wollt ihr denn hier? Weil er muss, was weiß ich, auch, lustigerweise auch in diese Richtung Hamburg. Und sagt, ey, raus hier alle. Ich habe nur vergessen, das Licht auszumachen. Sie wedeln dann mit ihren Taxigutscheinen rum und oder mit ihren Fahrtgutscheinen. Er nimmt sie dann doch mit. Und so beginnt ein lustiges kleines Kammerspiel in einem Taxi auf der deutschen Autobahn von München nach Hamburg. Weil wirklich hier auf diesem, ja, beengenden Taxiraum, der relativ manchmal großzügig, manchmal relativ klein dargestellt ist, entwickeln sich Gespräche, entwickeln sich Situationen, wo man teils nicht wirklich damit rechnet. Es entwickeln sich da tiefergehende Beziehungen. Es entstehen Dinge, Synergien und alles, wo man nicht so damit rechnet. Und das ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, weil das würde dem Film tatsächlich, glaube ich, ein bisschen den Witz und auch die Situationskomik und die Tragik auch teilweise nehmen, weil es ist jetzt nicht so wirklich so ein Holtra-di-Hopp-leichter Film, sondern es ist wirklich ein Film, der ganz stark die Charaktere, die da mitfahren, zeichnet. Und das auf eine richtig, richtig gute Art und Weise. Also ja, definitiv, ja. Wirklich, es gibt jeden Charakter, der Tiefe bekommt, es gibt jeden Charakter, der was Menschliches auch noch mitbekommt und es entsteht einfach unter dieser fünfköpfigen Taxi-Reisegesellschaft entsteht eine unfassbare Dynamik, miteinander, zueinander, einfach, das ist wirklich, man hockt dran und ist zu tief bedrückt, man hockt dran und lacht sich einfach weg über die Situationskomik und hat dann aber auch wieder so ein warmes Gefühl von Menschlichkeit und gleichzeitig auch dieses, ja gut, ich kann vielleicht diese etwas harsche Reaktion sogar verstehen, weil eben jeder Charakter komplett anders ist. Aber es deutlich wird in dem Film, jeder Mensch trägt sein Päckchen mit und damit muss man in erster Linie auch mal selber erstmal ein Stück weit klarkommen und dann zeigt es eben auch, ja, dieses, man hat dann am Ende des Tages vielleicht doch ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames großes Ziel. Und das eben passiert auf diesen 791 Kilometern von München nach Hamburg, wobei ich der Meinung bin, dass es im Endeffekt sind sie weit über 791 Kilometer gefahren. Ja, haben durchaus ein paar Umwege genommen, was man da alles so gesehen hat im Film. Ja, inklusive Polizei und Krankenhaus und Schlag mich tot und hast du noch nicht. Ach so, das meinst du, ja. Ja. Und man fährt dann auch anders, weil man fährt ja, wenn ja nicht durch den Osten fahren und es ist einfach köstlich. Kate hat eine Frage. Ja, ist das... Lea Lina hat eine Frage. Ist das... Also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin noch nicht so oft Taxi gefahren. Ist das realistisch, dass du einen Taxifahrer hast, der von München nach Hamburg fährt? Ja. Ist das echt so? Also du musst natürlich fragen, aber das wird natürlich, da geht es ja um eine Menge Geld. Ja. Aber es ist halt die Frage, ob der jetzt gerade Zeit hat. Wenn der Zeit hat, fährt er dich schon. Also ich habe das erlebt. Ich bin ja öfters mal beruflich unterwegs. Und gerade wenn dann irgendwo mal wieder eine Bahn ausfällt oder ein Flieger, dann steigen halt schon manchmal welche irgendwo in Frankfurt ins Taxi ein und lassen sich da irgendwo nach Stuttgart mit dem Taxi fahren oder nach Berlin oder so.
Das habe ich schon, habe ich schon durchaus gesehen. Also muss natürlich fragen. Also hier war es ja auch so, das war ja mehr oder weniger ein Ambush, dass die da, die saßen halt einfach bei ihm drin, weil die anderen Taxis waren alle weg. Und die haben sich da einfach reingesetzt und dann kam er erst und hat eigentlich gesagt, nee, raus hier. Aber dann zufällig, weil er natürlich in dieselbe Richtung gefahren ist und die alle diese Gutscheine hatten, jeweils im Wert von 350 Euro, das reicht natürlich dann, um ihn da zu entschädigen für die Fahrt und ja, aber er muss ja dann auch wieder zurückfahren. Und naja gut, er da kommt ja aus München. Jemanden zu finden, der auch wieder mitfährt, ist auch komisch, oder? Ja, er hat ja sowieso einen privaten Termin in der Nähe von Hamburg. Er wollte da eigentlich hinfahren und da hat er gedacht, okay, dann nehme ich das mal mit. Ne? Ja, also das war schon, wie auch alle anderen Sachen in dem Film, waren sehr, sehr schlüssig, fand ich. Also wenn jetzt, Nee, mir war das nicht klar, weil das ist ja schon eine riesige Strecke. Also, ja. Also manches war nicht schlüssig. Ich fand ein sehr, sehr sympathischen Auftritt der Polizei. Ja. wo man wirklich zuerst denkt, so, ja, okay, schon ein bisschen trottelig und wird so in echt nicht sein, aber was da hinten bei rumkommt, fand ich sehr, sehr, sehr witzig, muss ich wirklich gestehen. Die Situationen im Krankenhaus waren auch ein bisschen skurril, aber hat dem Film keinen Abbruch getan, weil das wirklich auf einem sehr angenehmen Tempo erzählt wird auf der Strecke. Es wird sich auch, ich will jetzt nicht sagen übermäßig Zeit, aber es wird sich wirklich Zeit genommen, die Charaktere zu beleuchten. Und es tut dem Film wirklich gut, weil man wirklich die Menschen anfängt, da drin zu verstehen. Und ich hatte mal echt meinen Spaß in dem Film. Hm. Erik, du auch, ne? Ja, ich würde es nicht direkt so Spaß. Es war natürlich, es gab lustige Szenen, aber es gab auch sehr tragische Szenen. Ich fand, der Film hatte deswegen eine sehr hohe Dynamik zwischen, du kannst über was lachen und du bist über was traurig oder dich nimmt irgendwas mit, was da gerade passiert. Ja, genau. Und das fand weil es gut erzählt ist. Wirklich. Ja, wirklich gut erzählt. Fand ich extrem gut, also richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, so ein bisschen so ein trojanisches Pferd, der Film. Kommt so vom Poster her wie so eine Komödie, wir nehmen uns da ein Taxi, sitzen da zu fünf da drin und aber in Wirklichkeit steckt da viel mehr drin. Das hätte ich von Seven Pictures, also der Film, Fernsehfilmproduktionsfirma von Pro7, jetzt auch nicht so erwartet. Und so ein Film, der jetzt, wir haben jetzt natürlich Nilam Farouk drin und Joachim Krohl und Iris Berben und so weiter, aber ich sag mal so, diese in Anführungszeichen üblichen deutschen Stars, mit denen du mit Sicherheit an der Kinokasse in Erfolg landest, so Schweighöfer oder Frederik Lau oder Til Schweiger oder so, die haben sie halt bewusst nicht genommen. Ja, aber Nilam Farouk. Also auf jeden Fall, klar. Die, aber so diese anderen typischen männlichen Stars haben sie nicht mit dazu genommen, das meinte ich. Also sie hätten ja auch Schweighöfer als Partner nehmen können von Nilam Farouk oder so. Dann wären sie überhaupt nicht gepasst. Ja, aber du weißt, es geht um die Kinokasse, ja. Du musst halt ein bisschen Star Power bringen. Und der Tobi Baumann, der das gedreht hat, der hat ja zum Beispiel auch diese Miniserie Faking Hitler gemacht, die auch verdammt gut ist. Ne? Also, und damals auch 2004 Der Wichser hier mit Kalkofe und so. der hat natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung in so längeren Produktionen mit ein paar Stars drin, ne? Und war echt gut, ja. Wobei ich mich aber gefragt habe, warum sie nicht durch den Osten gefahren sind, weil ich kenne zufällig die Strecke da so vom Hermsdorfer Kreuz dann über Leipzig, Halle, Magdeburg, Braunschweig darüber, weil ich bin ab und zu mal damals nach Hannover gefahren zum Battle of the Year, zum Breakdance-Battle und da als Zuschauer. Achso, ich dachte schon, das mitgemacht. Gut, dass du das hinzugefügt hast. Deswegen, ich habe mir schon gedacht, nicht, dass hier alle denken, wow, Erik. Sag mal Moves, Erik. Nee, wir kannten da so eine Truppe aus Chemnitz und die waren da immer dabei und die haben wir dann ein bisschen begleitet. Und deswegen, ich kenne die Strecke, die ist zwar ziemlich öde, weil da gibt es nichts zum Sehen, da musst du echt aufpassen, wenn du da nachts wieder zurückfährst, dass du da nicht einpennst, weil du fährst wirklich durch die Wallerei. Und aber da hätte ich lieber genommen, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, nee, da bringen sie ein paar Städte mit rein, da fährst du an Würzburg vorbei, Kassel, Göttingen und so weiter. Hannover, da ist ein bisschen mehr Action, so stadtmäßig. Ja, aber genau. Richtig gut, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ja, wirklich. Ich meine, mit Spaß machen meine ich jetzt nicht, dass ich es dauerhaft gelacht habe, sondern einfach, weil der Film mich mitgenommen hat. Weil hat aber ganz auch sehr viele mitgenommen, eigentlich, fand ich. Ja. War in der Sneak so eine interessante Stimmung, so alle erst so, ja, wo das. Es fängt ja sehr lustig an mit Iris Berben, die
bei solchen, in Anführungszeichen, Klimaklebern da irgendwie zusammensitzt und da sagt, oh ja, okay, ich muss jetzt da mal mit dem Auto nach Hamburg fahren. So. Okay. Deswegen, das war schon etwas kurios. Dann die Reaktion auch von den anderen und weil die natürlich, was, du kannst doch nicht das Auto nehmen, hier CO2 und sonst was. Und da waren halt auch, ich finde, der Film, der nimmt halt auch sehr viele aktuelle Themen, nimmt er sich vor. Sei es nun irgendwelche verbitterten Leute, die gegen alles wettern und völlig fortschrittsfeindlich sind und das die Zeichen der Zeit überhaupt nicht erkennen und über irgendwelche, ja, Beziehungssachen, über irgendwelche, werden ja sogar ein paar Flüchtlingsthemen mit aufgemacht, ne? Und da ist wirklich sehr, sehr viel drin. Und man sieht aber auch eigentlich bei jeder Person auch so eine gewisse Entwicklung, obwohl es sich hier nur um eine Nacht dreht, mehr oder weniger. Man sieht, dass jede Person durch diese Interaktion mit anderen Personen, durch die Gespräche, daraus ein bisschen was lernt und mitnimmt und sich verändert auch schon in dieser kurzen Zeit. Und das musst du erstmal so darstellen können. Das ist sehr, sehr gut, der Film. Sehr gut. Ich habe mir auch bei Fortsetzung folgt empfohlen. Die Folge wird ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob sie schon erschienen ist, weil ich habe da immer am Schluss dann so eine kleine Rubrik, wo ich mal einen Film empfehlen darf. Da habe ich schon gesagt, ja, ich möchte jetzt nicht hier zu sehr vorgreifen, aber 791 Kilometer, der hat mich sehr bewegt. Also wir haben ja am Dienstag aufgenommen, Montag war mir das Sneak und da war das noch sehr frisch und da habe ich schon, da hat er mich echt umgehauen gehabt, der Film. Wirklich, wirklich gut. 791 Kilometer. Finde ich auch gut, dass sie nicht nur irgendwie einen spaßigen Zusatztitel genommen haben, wie ja, fünf Irre auf Achse oder irgend sowas. Oder halt die Esse fest, es stürmt. Oder ja, okay, ich will die Filmfirma jetzt nicht auf Ideen bringen. Kommen wir mal zum Punkt, ne? 8 Punkte von mir für diesen sehenswerten deutschen Film. Gehe ich komplett mit. Auch von mir 8 von 10 Punkten, weil, also Selbst wenn er schlechter gewesen wäre, hätte ihn Nilam Farooq auf 8 hochgehievt. Die war wieder grandios von diesem Film. Ja, ich möchte sie jetzt nicht als einzige jetzt so hervorheben, weil ich fand eigentlich alle. Ja, alle anderen waren auch cool, aber ich. Ja. Okay. Aber Nilam Farooq. Empfehlen, wissen wir, wann der anläuft? Warte mal ganz kurz. Am 14. Dezember. Also merkt es euch vor, in 11 Tagen von heute an Tag der Aufnahme, je nachdem, wann ihr das hört, es ist. Ja, quasi in 2 Wochen der Kinostart. So rechtzeitig vor Weihnachten passt doch, glaube ich, ganz gut, weil so von der Art und Weise, wie der Film erzählt ist, hat er auch, sag mal, 100 Minuten, also etwas über 90 Minuten Filmlänge. Das passt sehr, sehr gut. Ist jetzt nicht so ein ewig langes Ding. Ich komme gleich zu einem solchen Film. ja, was haben wir denn so in dem Bereich Sneak-Tipps, Kate? Also der Tipp von der Kinoleitung lautet ein Weihnachten der anderen Art. Und es sind 2 Tipps eingegangen, wobei bei dem zweiten weiß ich nicht, ob es da einen Film gibt, der so heißt. Das erste ist Fast perfekte Weihnachten. Schreibt noch dazu, passt zwar genau auf den Tipp, scheint aber etwas zu einfach zu sein. Er tippt es mal trotzdem, schreibt der Martin. Und dann hat eine Anna noch gepostet, morgen Findus wird's was geben. Ich kann leider nicht gucken, die Seite vom VDF-Kino, von Verband der Filmverleiher, ist gerade offline, da steht irgendwas da, dass sich die irgendwie zusammengeschlossen haben mit BVV und ja, machen sie die Webseite neu. Ja, ich guck mal, vielleicht finde ich noch irgendwas. Ich habe irgendwie was im Hinterkopf, dass es da irgendwo so ein Horrorfilm, der um Weihnachten rumspielt. Vielleicht, den würde ich vielleicht tippen. Ich weiß bloß gerade nicht, wie der heißt. Aber den würde ich, glaube ich, nehmen. Ich recherchiere mal nebenher, weil du wirst jetzt einen tollen Film vorstellen. Mein Tipp, nicht. Ich kann dir den Link ja dann schicken. Ach so, okay. Okay, ist gebongt. Ja, ich war gestern in Napoleon in dem Film. Also nicht in Napoleon, sondern in dem Film Napoleon. Mal sagen. Okay. Erik. Was denn? Nichts, alles gut. Ich bin Fan von Ridley Scott, von der Regie. Und seitdem ich damals irgendwie das erste Mal Alien gesehen habe. Und ja, Der Marsianer gehört ja zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme und auch die anderen Sachen. Ich mochte auch die andere Apple-Produktion hier. Das letzte Duell. Fand ich extrem gut. Richtig, richtig gut. Kann man, glaube ich, immer noch auf Apple TV gucken.
Sehr, sehr guter Film. Und jetzt Napoleon. Wir hatten ja in der Sneak Preview vor einigen Wochen mal so einen etwas längeren, so eine Filmszene. Es war jetzt kein Trailer oder Teaser, es war jetzt wirklich eine Filmszene, die wir gesehen haben. Wie ich jetzt weiß, war es die Schlacht um Austerlitz, die wir da gesehen haben, weil das war nicht ersichtlich bei uns. Und das hat mich ja dazu gebracht, gesagt, okay, ich muss den im Kino sehen, weil das wirkt einfach richtig gut. Das passt wie Arsch auf Eimer, hätte man früher gesagt, weil Ridley Scott diese Breitbandbilder und diese opulente Ausstattung und sowas, das kann er. Und ich bin voller Vorfreude dann rein. Erstmal so ein kleiner Dämpfer, gab keinen Zimtpopcorn. Ja. Also ich habe auch hier, wie heißt der aus dem Kino, der auch mit dem Barbie-Trikot, mit dem Barbie-Polo-Shirt war, weißt du, wen ich meine? Ja, den habe ich gefragt, habe ich gesagt, wie sieht's denn aus hier, Zimtpopcorn, was los? Hier ist Weihnachten, Weihnachtsmarkt draußen vor der Tür. Es gibt keinen Zimtpopcorn. Ich habe mich echt den ganzen Tag drauf gefreut. Ich habe schon meine Tochter verrückt gemacht. Habe gesagt, ich muss unbedingt Zimtpopcorn essen. Und dann gab es keins. Gab nur süß und salzig, wie immer. Und da hieß es dann, ja, vielleicht kommt das noch. Und wenn, dann vielleicht nur in dem anderen Kino, im EM. Weil da wird das ja rausgegeben von der Theke. Da muss man sich das nicht selber nehmen. Naja. Okay, Zimtpopcorn hin oder her. Napoleon. Napoleon. Es beginnt quasi mit der ersten, ja, großen strategischen, des strategischen Erfolges von Napoleon, wo die Belagerung von Toulon durch die Engländer, wo die Hafenanlage belagert wurde, wo er quasi das dann auflöst, mehr oder weniger mit seinen Ideen, wie er das macht, ein bisschen Guerillataktiken, würde ich es mal nennen, und zieht sich dann quasi über seinen ganzen Aufstieg in der französischen Gesellschaft, in der Generalität, bis hin, dass er dann eben zum Kaiser sich krönen lässt oder ernennen lässt. Nee, krönen lässt, ja. Man lässt sich da krönen. Und dann natürlich die Schlachten, die er dann schlägt, und sein Feldzug durch ganz Europa, und auch sehr viel, es wird sehr viel Wert gelegt auf seine ganzen persönlichen Themen, ja, mit seiner Frau Josephine, mit der er auch sehr viele Briefe sich ausgetauscht hat, die ja dann auch später bekannt geworden sind. Und ja, es im Kino läuft er in einer 160-Minuten-Fassung und genau gesagt 158 Minuten. Später auf Apple TV wird der Film in einem Director's Cut erscheinen, der 250 Minuten lang ist. Ja. ist klar, ernsthaft. Ja. Also, den kannst du nicht auf einmal mehr angucken. Hey, ja, also. Gut, du kannst ja die anderen anschauen. Wo soll ich anfangen? Fangen wir erstmal mit den Darstellern an, genau. Weil es ist so ein überbordendes Werk. Ich muss erst mal sehen, wo ich mich da sortiere. Joaquin Phoenix spielt Napoleon Bonaparte. Vanessa Kirby spielt die Josephine Bonaparte. Taha Rahim spielt Paul Barras. Das war so sein Förderer sozusagen, der quasi sein Talent erkannt hat und ihm damals auch diesen ersten Auftrag gegeben hat mit Toulon, und der dann auch quasi mitschwimmt, ne, quasi, dass er so erfolgreich ist, spielt es ihn auch so ein bisschen nach oben in der Generalität, und dann übernimmt ja quasi Napoleon irgendwann das ganze Thema. Und Rupert Everett spielt den Duke von Wellington, den sieht man dann ja gegen Ende des Films auch. Paul Rice ist mit dabei. Ben Miles, den kennt man auch aus diversen Filmen und Serien und sowas. Und wo soll ich am besten anfangen? Ich habe euch während des Films, glaube ich, wo ihr mir viel Spaß gewünscht habt oder so, ich muss mal kurz gucken, dass ich das richtig zitieren kann. Der Film packt mich total, super gedreht und gespielt. Das war ungefähr nach einer halben Stunde, wo ich das geschrieben habe. Und da stehe ich auch dazu. Der Film saugt einen ganz gut rein. Es beginnt mit der Enthauptung von Marie Antoinette, wo Napoleon im Publikum steht, was historisch absolut Banane ist, weil er hat das nicht gesehen. Aber es ist eine gute Szene, um die Zuschauer reinzuholen. Es ist eine große Massenszene, Marie Antoinette, wie sie da auf der Guillotine landet, und das wird alles sehr explizit gezeigt, und dann Napoleon mit seinen ersten strategischen Erfolgen. Soweit, so gut, sage ich mal. Und dann, also das war ungefähr so die Zeit, wo ich euch die Nachricht geschrieben habe.
Und dann beginnt es aber, dass so Napoleon, der Privatmann, ja, sieht man auch gerne so bei ZDF Neo, irgendwelche Dokumente, nicht ZDF Neo, ZDF Info, so Hitler privat und sowas. So ungefähr wird es hier auch Napoleon privat gezeigt, ja, wie er seine Frau erst kennenlernt, die Josephine, und was es damit auf sich hat. Das ist auch noch ganz okay, aber dann driftet das so ganz kurios ab in so, ja, wo dann versucht wird, ihn auf eine ganz seltsame Art und Weise darzustellen, dass er so ein bisschen so ein Mamasöhnchen ist, so, der so extrem seiner Mutter hörig ist, der mit seiner Frau überhaupt keine Ahnung hat, wie er mit der umgehen soll. So ganz weirde Szenen, wo er mit ihr Sex hat, und das sieht alles total seltsam aus. Und Moment, mit seiner Mama? Nein, mit der Josephine, mit seiner Frau, okay, habe ich gesagt. Okay, ich dachte gerade. Ja, nee, deswegen, war gerade ein Aussetzer, oder? Nee, also nein. Wo gerade mit Josephine, wo er mit der Sex hat, und das ist alles so ein absurd komisch, ganz bewusst dargestellt, und dann ganz seltsame Szenen in seiner, wie er mit Personen umgeht. Und also, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der absolute Napoleon-Kenner, aber ich hatte im Gymnasium, oder mein bester Schulfreund, der Alexander, der war total, hat sich total reingenördet in das Thema Napoleon. Das war genau sein Thema. Und der wusste alles. Und ich habe dadurch viel auch mitbekommen. Ich habe mich eher für die Fliegerei und Raumfahrt interessiert. Da konnte ich ihm noch ein paar Sachen. Und dadurch habe ich halt auch viel mitbekommen von Napoleon, von der ganzen Strategie, von den Sachen. Ich habe da auch tatsächlich Bücher gelesen und alles. Der war, mit Sicherheit hatte der so seine psychischen Probleme, auf jeden Fall. Aber was er auf jeden Fall war, er war extrem begabt, er war sehr belesen für die damalige Zeit, er hatte ein unglaubliches Wissen gehabt, er war ein strategisches Genie, man kann es nicht anders sagen, er war eloquent, er konnte mit seinen Reden, er konnte Leute überzeugen, er konnte viele Leute mitreißen. Es gab ja dann die Szenen, wo er in der Verbannung war und wiedergekommen ist, wo er dann einfach mal nur mit Reden quasi ganze Kompanien, ganze Heere überzeugt hat, sich ihm anzuschließen, die eigentlich auf ihn schießen sollten, weil er sich ja auf Paris zubewegt. Und sein ganzes politisches Gespür und was er alles auch für Frankreich getan hat. Er hat ja damals den Code Civil eingeführt, und er hat Frankreich so stark reformiert. Es war ja total zerrüttet nach der Revolution. Und das hat er ja alles so mehr oder weniger wieder geeint und hat auch die Ideale der Revolution nicht verraten, sondern er hat die weitergetragen und hat Frankreich weiterentwickelt. Das wird überhaupt kein Thema. Er wird hier gezeigt als so ein weinerliches Muttersöhnchen, was irgendwie ein bisschen Glück hat in Schlachten, und ganz, ganz furchtbar dann. Also so ab, ja, nach etwa einer Stunde habe ich mich sehr geärgert über den Film, über viele Szenen, und das dann auch, es wären dann halt auch seine Gegner, was weiß ich, der Zar von Russland, und ja, gut, der Österreicher, der wird nicht ganz so nett dargestellt, aber gerade auch so die anderen Sachen. Natürlich der Engländer. Ich meine, Ridley Scott ist Engländer. Da werden natürlich die Engländer als die großen, heroischen Leute dann dargestellt. Und ey, der trifft er dann in so eine beschissene Richtung ab. Man kann es nicht anders sagen. Es hat mich so geärgert, der Film dann. Weil er fängt sehr gut an. Er ist opulent. Er ist gut gespielt auch von Joaquin Phoenix. Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Oscar-Jury, die Amerikaner, die wissen ja eh nichts von europäischer Geschichte, jetzt weiß ich nicht, wie die da urteilen. Ich glaube, bei den europäischen Filmpreisen wird der Film nicht gut wegkommen. Also bei den französischen sowieso nicht, glaube ich nicht, dass die dem das durchgehen lassen. Bei den BAFTAs vielleicht, bei den britischen. Bei den Oscars könnte er durchaus Chancen haben, aber ich finde den Film wirklich nicht gut. Also von der historischen Akkuratheit. Es ist keine, ich habe keine Dokumentation erwartet, aber wenigstens, dass es ein bisschen passt und dass zumindest die Vorzüge von gewissen Personen dann auch herausgearbeitet werden, und da war halt einfach mal nichts dabei. Und deswegen, also, ich bin sehr enttäuscht von dem Film, und er geht auch einfach dann ab einem bestimmten Punkt viel zu lang, weil er dann einfach sich total schwülstig in irgendwelchen Nebengeschichten verheddert, die eigentlich gar nicht, ja, die wirklich Banane sind, die, wo einfach irgendwelcher Quatsch erzählt wird, den der Ridley Scott sich irgendwie ausgedacht hat. Nee, also von mir 5 Punkte für diesen Film, und das ist schon relativ wohlwollend. Ja. What? Ja.
Oha, nee. Also das ist, also ich war gerade schon. Tut mir echt voll leid irgendwie jetzt, ja, dass du dich so drauf gefreut hast. Aber gut, man kann man nichts machen. Also es ja, ist aber, halt so. Aber ich habe jetzt gerade echt gedacht, so okay, also du hast ja gesagt, so ja, also du hast Bock auf den Film, okay, du hockst dich auch da so ewig rein, auch cool. Und dann kam ja relativ früh diese Nachricht auch, wo ja? du geschickt hast mit Boah, und ich so, okay, der Erik ist da genau richtig. Ich sage ja, die erste Stunde war okay. Oder ja, weil ich schon gefragt habe, so, ey, wenn es dich wirklich so packt, warum schreibst du dann? Aber das ist was anderes. Aber jetzt gerade, wo du es erzählt hast, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie, klingt es nicht so geil plötzlich. Und wenn du dann jetzt hier die Punkte gibst, ich habe gedacht, okay, vielleicht kommt der Film nochmal irgendwie zurück, aber ach du Scheiße. Und wer guckt sich dann das 4 Stunden lang an? Also ich kann dir sagen, wer es nicht macht, ich. Also. Ja, stell dir vor, die Tränen filmen über, was weiß ich, über Mario Gomez und zeigen ihn dann als irgendein total, also irgendwas, wovon du noch nie was gehört hast, was überhaupt nicht historisch belegt ist und was auch wahrscheinlich nicht so war, zeigen ihn als irgendwie eine totale Memme und vielleicht irgendwie dichten sie ihm andere Sachen an. Ja, und dann so ein paar Erfolge siehst du so ein bisschen am Rande und dann siehst du nur die Niederlagen. Siehst du vielleicht ihn bei irgendwelchen Mannschaften, wo er verloren hat, ja, oder wo er mal 11 Meter verschossen hat oder irgend sowas, ja. Aber die ganzen Erfolge, da siehst du nur einen winzigen kleinen Teil. Dann wird er privat als ein totales Arschloch dargestellt. Ja, so ungefähr musst du das hier vorstellen, ja. Und die erste Zeit, die zieht einen ganz gut rein in den Film. Und ich muss auch sagen, das, was sie uns da im Kino gezeigt haben als die Schlachtszene, ja, war eine von zweien in dem Film. Ja. Und sie haben quasi die eine Szene, die wir schon gesehen haben in Austerlitz, war eine von zweien. So. Eine hat man jetzt schon gesehen. Und die war auch wirklich nur so lang, wie wir es in der Sneak gesehen haben. So, und dann guckst du so ein 3-Stunden-Film oder zwei, wie 160 Minuten, knapp 3-Stunden-Film. Und dann ist da eine Szene, die kennst du schon, die fandst du geil. Okay, fand ich auch diesmal wieder extrem gut inszeniert. Da kommt auch so ein bisschen das taktische Gespür und die Strategie von Napoleon Bonaparte zutage. Und dann kommt die zweite Schlacht. Okay, und that's it. Ja, und der Rest nur noch so dieser ganze Privatkram und so mit irgendwas und er verheddert sich dann irgendwie total und nee, ich ärgere mich nur noch mal, wenn ich jetzt drüber erzähle. Nee, also ich geb 5 Punkte und ich glaube aber trotzdem, dass der vielleicht bei den Oscars Chancen hat, deswegen hatte ich ihn auch geschaut, weil ich dachte, ja, Ridley Scott, Biopic, bekannte Person der Zeitgeschichte, sowas geht immer gut bei den Oscars, deswegen wollte ich den sowieso sehen. Okay, was gab es an Trailern? Vielleicht ist es interessant. Es gab Wonka, es gab Maestro, so ein Film mit Dings hier, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber den hat man, glaube ich, auch schon mal in der Sneak getippt. Dann Dune 2, dann kam komischerweise nochmal Der Killer, Netflix. Und da muss ich sagen, ich weiß natürlich nicht, was Netflix immer bezahlt für die Trailer im Kino, ob die Kinos dieses Geld unbedingt mitnehmen würden. Ansonsten würde ich jetzt nicht unbedingt im Kino immer sehr viel Werbung für reine Streaming-Neuerscheinungen oder Streaming-Only-Filme machen. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, weil, gut, aber da das Kino kauft ja oder holt ja auch über einen Dienstleister das rein. Und wenn die dann ich meine ja nur, spielen, ist halt, dann, weißt du, dann sitzt im Kino und dann kommt hier, ja, den gibt es übrigens da im Streaming. Hier, geiler Film, könnt ihr kostenlos gucken. Ja, aber auf der anderen Seite, warum wegschweigen? Also ja. Aber gut. Ich habe eine Frage. Aquaman 2 kam der Trailer, richtig scheiße. Kate hat eine Frage. Kate okay. hat eine Frage. Ich würde gerne wissen, wie der Wonka-Trailer im Kino war. Furchtbar. Ich mag den überhaupt nicht. Ich mag aber auch diesen anderen mit der Chocolate Factory und so, den mochte ich auch nicht, den Film. Deswegen, also es ist eine persönliche Sache, weil ich habe gedacht, oh Gott. Okay. Ja, danke. Es sieht gut aus, wie immer, halt so Fantasy-mäßig, aber mein Ding ist es halt überhaupt nicht. Deswegen, Girl, You Know It's True kam natürlich. Also ich finde den Film, der Trailer sieht gut aus. Ich würde ihn gern sehen. Vielleicht klappt es irgendwie in der Sneak oder so. Das ist also meine stille Hoffnung, dass wir den bekommen. Ja, wäre schön. Ah ja. Okay, also. Apropos, gucken wir doch gleich mal, was hier so Neues anläuft im Kino. Kinocharts und Neustarts. So, warte mal, wo ist denn hier die E-Mail? Da ist sie. Von den Innenstadtkinos. Nur hier bekommt ihr die Innenstadtkino Charts von dem vergangenen Kinowochenende, also nicht das aktuelle Kinowochenende, sondern das davor.
Ja, das läuft ja auch noch das Wochenende. Also. Ja, eben, da kann man es noch nicht genau zusammenfassen. Die Innenstadtkinos haben eine Sonderaktion gemacht, wo sie ein serbisches Filmfestival gemacht haben. Und da hat ein Film sehr viele Besucher auf sich gezogen, der heißt Die Welt ist schön. Ja, das ist aber das war das was Serbisches oder sowas? Ja, steht da. Genau, ja, ja. Nee. Ja, ich habe überlegt, weil wenn man auch witzige Sachen dazu sehen möchte, empfehle ich Alman vs. Bratan. kennt das jemand hier? Nee. Schade. Platz 4, The Marvels. Platz 3, auch eine Sonderaktion von Innenstadtkinos. Jetzt in der Weihnachtszeit zeigen die auch ein paar Märchenfilme auf Ukrainisch. Und da haben sie nämlich Peterchens Mondfahrt gezeigt, was ich sehr schön finde. Und hat sich auch offensichtlich in den Einspielergebnissen bewahrheitet, dass es erfolgreich ist, weil wenn es sogar vor The Marvels liegt hier. Ja, gut. Auf Platz Nummer 2, und ich muss es ja richtig sagen, sonst kriege ich wieder verbal Dresche. Definitiv. Die Tribute von Panem. Zusatztitel, keine Ahnung mehr. Wie war der Zusatztitel? The Ballad of Songbirds and Snakes. Genau das. Wir haben einen Kalender von Innenstadtkinos. Da ist jeden Tag ein kleines Stückchen Schokolade drin. Ja. Stimmt. Ich habe es ja fotografiert auf. Na, du hast natürlich gleich alles am ersten Tag gegessen, oder? Nein, ich habe das Original verpackt, weil ich es vergessen habe, dass er auf dem Tisch steht. Außerdem hat er ihn mir gegeben. Ja, das ist das andere. Ich habe ihn nämlich der Kate geschenkt. Ich habe meinen Lego Star Wars Adventskalender, wo ich jetzt einfach hier nebenher Türchen 3 aufmache, so, weil du mich ärgerst. Ich habe einen von Fallout. Ja. Ich mache mal derweil weiter. Napoleon läuft ja in verschiedenen Versionen. In OV, in 2D, in nur 2D, in 2D Atmos. Ich war übrigens in Atmos. Und alle Versionen zusammen haben dazu geführt, dass Napoleon auf Platz 1 gelandet ist. Und so wie ich das jetzt gestern erlebt habe zum Samstagabend im Gloria 2, also wir waren oben in dem amphitheatermäßigen Kino, das war fast ausverkauft. Also das war richtig, richtig voll. Das hätte ich nicht gedacht. Also es gibt Menschen, die den wirklich auch aktiv sehen wollen. Ja, jetzt wird es aber spannend, weil ich glaube, der wird in der zweiten Woche, okay, hier ist er jetzt, glaube ich, schon zweite Woche, oder? Wenn wir den da drin hatten. Ja, okay. Ja, vielleicht läuft er doch, vielleicht haben doch noch nicht alle, weil sonst hätte ich gedacht, so die Mundpropaganda von der ersten Woche, weil wenn dann Leute gefragt werden, wie fandst du denn den? Du hast den ja geguckt und die sagen, na, nicht so gut. Dann flacht er ja meistens in der zweiten Woche ein bisschen ab. Ja, wer weiß. Ja, vielleicht nehmen es auch viele nicht so ernst. Vielleicht ist es auch ein bisschen so meine halbe französische Seele, die da ein bisschen sich auf den Schlips getreten fühlt. Das kann auch sein. wenn da so ein, gut, Nationalheld ist er jetzt in dem Sinne nicht. Ja, er ist einfach Held und Teufel zugleich, ja, weil. Aber man sollte zumindest Sachen richtig darstellen und nicht irgendwelche GZSZ-mäßigen Sachen da selber erfinden oder so. Ja. Okay, was läuft denn Neues an? Mal gucken hier. Wir nehmen mal kino.de und da können wir nämlich, wird hier ein bisschen was dazu geschrieben, immer noch was dann an. Am 7.12., ein Tag nach Nikolaus, ein Tag nach dem Pokalsieg des VfB Stuttgart. Nach dem BVB. Hoffentlichen Pokalsieg. Ja. Läuft Wonka an mit Timothy Chalamet. Und Hugh Grant habe ich im Trailer gesehen, der irgendwie ein Zwerg oder sowas spielt. Das war irgendwie ganz weird. Also wie gesagt, ich mag Willy Wonka nicht. Und wahrscheinlich ein Oompa Loompa. Ja, ein Oompa Loompa, genau. Der Name fiel mehrfach. Ja, ich sehe schon da. Aber Kate, da gehe ich nicht mit dir ins Kino, Kate. Nee, da gehe ich dann halt alleine. Okay, vielleicht kriegen wir einen Screener, mal gucken. Bis jetzt gab's frag mal an. Bis jetzt gab es noch keine Screener-Einladung, mal gucken. Ja, man kann ja mal lieb fragen. Okay. Ich habe jetzt dank dem Erik einen scheiß Ohrwurm schon wieder. Vielen Dank, Erik. Das ist echt nicht nett. Es startet auch Das Beste kommt noch. Tragikomödie von und mit Til Schweiger über zwei beste Freunde, die ein Missverständnis enger denn je zusammenschweißt. Da habe ich den Trailer gesehen. Das sah tatsächlich ein bisschen witzig aus. Und ein bisschen tragisch. Also. Sollte der nicht schon vor Ewigkeiten anlaufen? Irgendwie war da was. Ja, aber war da nicht wieder hier ein Til Schweiger-Skandal oder so? Ah, das kann sein. Also glaube ich, jetzt weiß ich nicht, frage ich einfach in die Runde. Wird in dem Trailer das Missverständnis schon genannt? Ja, ich glaube, kannst du es mir mal sagen? Ich glaube, es geht um eine Krebserkrankung. Und, das ist das Missverständnis? Oh, ja, tut mir leid, das habe ich missverstanden, dass ich Krebs habe. Nein,
Nein, weil so wie es wohl rauskommt, denkt, das ist jetzt so halbwegig, was ich im Kopf habe, denkt Till Schweiger, dass sein bester Freund Krebs hat, dabei hat er den Krebs. Okay. Und er versteht es so, dass der andere Krebs hat und sagt dann, okay, ich unterstütze dich, ich bin bei dir, ich passe auf dich auf und so Sachen. Okay. Und ja. Ja, bin gespannt, wie stark Till Schweiger jetzt noch zieht im Kino, jetzt nach Skandalen und so. Mal schauen. Fast perfekte Weihnachten läuft an, das ist ja der Sneak-Tipp, französische Weihnachtskomödie mit Franck Dubosc, in der ein familiäres Weihnachtsfest von zwei rustikalen Rentnerinnen aufgemischt wird. Das klingt eigentlich ganz cool, hätte ich gerne in der Vorweihnachtszeit in der Sneak, ehrlich gesagt. Ja, klingt ganz gut. Ein Film, den wir schon in der Sneak hatten, läuft jetzt dann auch an, und zwar How to Have Sex, das britische Drama über drei Teenagerinnen, die einen prägenden Partyurlaub auf Kreta erleben. Okay, es läuft auch noch an Falling into Place. Ich folge ja Eileen Tetzel auf Instagram. Da hat sie schon einiges gepostet von irgendwelchen Filmpremieren, Feiern und so weiter, weil sie ist nämlich, es ist zum ersten Mal, dass sie selber einen Film gedreht hat, Regie geführt hat und Drehbuch geführt hat und spielt auch die Hauptrolle. Kira und Ian sind zwei Mit-30er auf der Flucht raus aus London, weg von ihrer Vergangenheit, raus aus ihrem derzeitigen Leben. So treffen sie an der Isle of Skye an der schottischen Westküste erstmals aufeinander. Sofort verspüren beide eine regelrecht magnetische Anziehungskraft. Und doch lösen sie sich anderthalb Tage später wieder voneinander und kehren zurück in den Süden. Bla 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 bla, sie begegnen sich immer nur durch... Naja, ich muss ein bisschen kürzer fassen. Sie begegnen sich immer nur durch Zufälle und genau, als die beiden aufhören, voreinander wegzulaufen und sich auf den anderen einzulassen, ja, da gibt es dann wahrscheinlich ein Happy End. Ach, das klingt auch ein schöner Weihnachtsfilm. Bla 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 bla. Ja, das ist halt... Kann ich hier die ganze Story vom Film vorlesen. Ja, ich finde find das schön. Da stand jetzt bei Kino.de nämlich nur ganz kurz, deswegen musste ich da mal auf Filmstarts zurückgreifen. Ja, ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Definitiv werde ich diesen Film aber in Erinnerung behalten. Das ist eine schöne Überleitung, weil du wirst mich in Erinnerung behalten. You Will Remember Me, kanadisches Filmdrama unter der Regie von Eric Tessier. Worum geht's? Ach du Gott. Keine Ahnung, hier, ah doch hier, Edouard Rémy Girard verliert langsam aber sicher sein Gedächtnis. Das ist kein einfaches Los für den mittlerweile pensionierten Geschichtslehrer, für den es nun zunehmend schwerer wird, Vorträge vor großem Publikum zu halten. Die junge Berenice Carel Tremblay soll ihm dabei helfen, seinen Alltag zu meistern. Dabei treibt sie selbst etwas ziellos durch diese Welt und weiß nicht so richtig, wohin mit sich und ihrem Leben. Doch Eduard ist mit seinem Latein noch nicht komplett am Ende. Also versucht er, Berenice mit seiner Lebenserfahrung zu helfen, ihr etwas Orientierung zu geben, Sinn zu stiften. Also ein Geschichtslehrer, der seine Erinnerung verliert. Ich glaube, der hat den Film Napoleon geschrieben. Bin mir nicht sicher. Ist nur eine Vermutung. Es läuft auch noch an The Dive. Den hatten wir tatsächlich, das ist ja unser Sneak-Preview-Film, den wir vor einiger Zeit den hatten wir, was ist das her? Das ist ein halbes Jahr her, oder? Schon lange her. Ich glaube, damals hatte der noch keinen Starttermin. Und Achtung! Alarm! Es könnte sein, dass dieser Film mit im Adventskalender ist. Oh, nur so ein Spoiler. Kleiner Tipp. Ja, ihr habt es hier gehört. Wenn ihr den Podcast hört, habt ihr kleine Vorteile. Ja? Jawohl. Genau, da geht es, glaube ich, um zwei Frauen. Die beiden wollen tauchen in Malta, wenn ich mich recht erinnere. Und eine wird dann unter Wasser so eingeklemmt und die andere muss Hilfe holen. Ja, so viel kann man das sagen. Genau, so in etwa, so grob. Ja. Grob hast du es mir richtig wiedergegeben. Dann startet ebenfalls ein Film. Auch ein Sneak-Film, den ich sehr gefeiert habe, mehr wie der Erik. Blackberry, das Biopic mit Jay Baruchel und Glenn Howerton über die Erfindung des Blackberries. Ja, ich fand es auch gut. Ja, aber nicht geht so, da rein, nicht der so ist gut. Ja, der ist echt gut. Ey, hier laufen echt gute Filme an. Also gut, nee, eigentlich nicht. Ich habe gerade gedacht, ja, wir hatten so viele Sneak-Filme, aber davon waren ja nur die wenigsten gut. Also The Dive war auch nicht so besonders. Aber Blackberry ist, glaube ich, von den Filmstarts jetzt am besten die Woche. Leave the World Behind läuft auch noch an, ein Familiendrama auf Netflix. Hä, läuft der dann überhaupt an? Warte mal gucken hier. Mal bei Filmstarts gucken, die sind da ein bisschen verlässlicher. Den will ich sehen, Leave the World Behind. Der läuft nicht im Kino an. Der kommt nur auf Netflix. Ja, Netflix-Neustart haben die jetzt bei Kino.de mit drin, was soll das? Mach der andere, was ist der? Wie wilde Tiere? Ja, der läuft an. Wie wilde Tiere läuft im Kino an.
Ein Thriller über ein zugezogenes französisches Paar, das auf dem spanischen Land gegen die Einheimischen ankämpft. Okay. Ja, ich glaube, das war's dann doch. Oder was ist Captain Fagatron Saves the Universe? Das klingt ja total. Nee, das steht nicht bei Filmstarts drin. Das läuft. Ach doch, das steht drin bei Filmstarts. Fürchtet euch nicht. Der hat sogar ausgezeichnet. Captain Fagatron. Das ist der Hammer. Der hat Auszeichnungen erhalten hier. Ein junger Priester ist fest entschlossen, seine Homosexualität zu verleugnen. Das gelingt ihm nicht besonders gut. Währenddessen plant sein außerirdischer Ex-Geliebter, die Erde während eines kosmischen Ereignisses in einen homosexuellen Planeten zu verwandeln, und Captain Fagatron gerät zwischen die Fronten. Das klingt ja die kollidierenden Ideologien gipfeln in einer Orgie schwuler Dämonen und einer Liebe, die sich nicht länger verstecken muss. Okay, klingt eigentlich nach einem typischen Sneak-Film. Oder zumindest sehr teilweise geil. Nach einer Doctor Who-Folge. Ja, wie das Ganze an Weihnachten. Teilweise, sag ich ja. Ich hab die neue Folge ja geguckt. Ne? Also die fand ich echt gut. Die von letzter Woche? Ja, also ja gut, die diese Woche gab es ja noch nicht, oder? Die kommt. Doch, die müsste echt rausgekommen sein. Also gestern stand noch nicht da, dass es irgendwas Neues gibt. Ich guck nebenher. Ich kam noch nicht dazu, aber ich guck mal nebenher. So, das waren die Neustarts und die Charts der Woche. Charts. Und dann gehen wir jetzt mal in den Bereich Heimkino. Heimkino. Ich habe eine Rezensionsdisc bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Rerago Rendezvous. Die darfst du dann auch rüberwandern lassen, das weißt du schon, ne? Ja, habe ich doch schon. Kate müsste die schon haben. Okay. Ging an mir vorbei, sorry. Ja. Genau, könnt ihr also auch gerne mal gucken. Wobei ich nicht genau weiß, wie das bei euch ankommt. Aber das wird spannend dann zu hören sein, wie es bei euch ankommt, weil... Ihr seid ja, glaube ich, mit der ganzen Reihe jetzt nicht so vertraut. Das ist ja quasi ein Kanon. Nicht komplett firm, aber das, was du immer erzählst, ist, glaube ich, schon, ergibt ein sehr gutes Bild. Ey, das ist einfach, das ist einfach richtig, richtig gut. Dieser Cop, der da mitten in diesem kleinen bayerischen Dorf Niederkaltenkirchen seinen Dienst tut, gespielt von Sebastian Betzel alias Eberhofer. Es ist so großartig. Vor allem, es ist ja nicht nur der Cop selber, es sind hauptsächlich auch die Nebenfiguren, die da in diesem Dorf leben. Von seinem Vater, der da irgendwie Gras anbaut, was natürlich für ihn als Polizist immer schwierig ist. Von seiner Frau, die auch, mittlerweile haben sie ein Kind und einen dreibeinigen Hund. Das ist alles. Und die Oma immer noch mit dabei. Ist einfach großartig. Und natürlich sein bester Freund, Leopold, der ist so ein Ermittler, so ein Privatdetektiv, der dann auch immer ihm mithilft bei der Ermittlung von Sachen. Ist einfach großartig. Und bei Rerago Rendezvous geht es halt drauf, es wird jemand vermisst in dem Ort und der vermisst wird, der soll gesucht werden. Also die Kinder von ihm begeben sich auf die Polizeiwache, aber Sebastian Betzel hat irgendwie gerade gar kein richtiges offenes Ohr dafür und so und denkt sich so, ja, der wird schon mal wiederkommen. Und dann starten die mittlerweile selber eine Aktion, loben ein Kopfgeld, nennt man es nicht, also eine Prämie, eine Belohnung aus, jetzt habe ich es, für denjenigen oder diejenige, die den wiederbringt. Und das ruft natürlich sein Freund, den Privatdetektiv, auf den Plan, der dann versucht zu ermitteln, weil er eben dieses Geld gern haben möchte. Und dann interferiert das halt immer auch mit den normalen Ermittlungstätigkeiten. Und es gibt noch eine Parallelgeschichte, nämlich die Freundin oder Frau, Entschuldigung, die Frau von Eberhofer, die arbeitet ja beim Bürgermeister von Niederkaltenkirchen. Und der Bürgermeister hat sich leider im Skiurlaub verletzt und in Amerika auch noch und kann erstmal nicht zurückkommen und er wählt sie aus, dass sie die Geschäfte des Ortes an seiner Stadt führen soll, also als Bürgermeistervertretung. Und sie hat natürlich gleich mal ganz neue Ideen für die Stadt, was sie da machen könnte. Und das ist natürlich jetzt ihre Gelegenheit, da mal was zu tun. Führt aber auch dazu, dass sie natürlich dann auch zu Hause nicht mehr sich so richtig kümmern kann. Und sie wird natürlich auch quasi so ein bisschen der Chef von ihrem Mann, von Eberhofer, was natürlich auch beziehungstechnisch schwierig ist, aber sich dann auch ganz gut entwickelt. Also er kommt mit der neuen Rolle von seiner Frau erstmal auch nicht ganz klar, dass sie nun auf einmal quasi über ihm steht. Es ist einfach wieder absolut. Ich fand den wesentlich besser als den vorhergehenden. Ich habe mich so kaputt gelacht. Da gab es wieder so viele Szenen drin.
Da gibt es halt auch so viele kleine Szenen, wo dann einfach mal irgendwelche Leute am Tisch sitzen und einfach über absurde Sachen reden und die einfach mit der Hauptstory jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, aber die einfach so lustig sind. Und ich kann es nur jedem nahelegen, sich mal mit dieser Sache zu... Ich habe ja nun eigentlich mit Bayern oder so überhaupt nichts zu tun. Ich komme damit auch nicht klar. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich da irgendwie so ein bisschen... wo ich da ein bisschen ein Fable dafür habe, ist diese Filmreihe. Und das ist einfach so lustig und führt quasi fast dazu, dass ich mal Bock hätte, mal mir diesen Ort Niederkaltenkirchen, wo das gedreht ist, irgendwie auch mal anzugucken oder so. Es ist einfach so toll. Ich habe so gelacht. Also wirklich von mir 7,5 von 10 Punkten. Na, vielleicht gehe ich gebe 8 Punkte. Er hat in der Rückbetrachtung sogar noch mal ein bisschen gewonnen. Ich gebe 8 Punkte. Ich habe so einen Spaß gehabt. Das ist natürlich die Frage, wenn ihr die Person nicht kennt, dann ist es so, als wenn ihr quasi in die Folge 10 oder 11 von einer Serie reinschaltet. Ihr kennt die Person nicht und ja, ist die Frage, ob er dann euch gefällt. Aber vielleicht findet ihr ja da irgendwie so einen, ja, einen Zugang dazu. Die Charaktere sind einfach super. Bis hin zu dem, der immer die Leichen obduzieren muss. Das ist so ein ganz morbider Typ. Der hat immer die übelsten Kommentare. Und herrlich einfach, herrlich. Ja, sehr schön. Was sagt denn hier überhaupt hier? Habe ich alles richtig gesagt hier? Was steht hier in der Zusammenfassung? Du sagst so viel, Erik. Steht alles drin. Ach genau. Es beginnt nämlich damit, dass dann auch nachdem der Typ verschwunden ist, findet plötzlich eine Krähe ein menschliches Ohr. Und genau. Und dann wird nämlich dieser Vermisstenfall plötzlich zu einem Mordfall. Ja, dann wird es eine Mordermittlung und dann geht es richtig ab. Ja, also ich gebe euch das mal. Oder habe ich schon gegeben, dann könnt ihr da mal reingucken. Das Reragu-Rendezvous, das in diesem Kinosommer bereits zum erfolgreichsten Film der gesamten Eberhofer-Reihe avancierte, kommt nun pünktlich zur Weihnachtszeit auf den Tisch. DVD und Blu-ray sind ab 18. Dezember erhältlich. Wenn ihr da jemand eine Freude machen möchtet, der den Film vielleicht der oder die den Film im Kino gefeiert hat, dann könnt ihr den mal schenken. Es gibt auch eine Box, sehe ich hier, die Eberhofer Neiner Gaudi 9. Discs mit 12-seitigem Booklet, darin enthalten ist Leberkäse-Junkie, Sauerkrautkoma, Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel, Schweinskopf al dente, Grießnockel-Affäre, Kaiserschmarrn-Drama und Gugelhupf-Geschwader. So viele gibt's da schon. Volle Dröhnung, ja, ja. Wow. Das ist einer erfolgreicher als der andere und zu Recht. Also ist so lustig einfach und so gut gespielt und auch gut gedreht, muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht so fernsehfilmmäßig, sondern es hat wirklich Kinoqualität. Wahnsinn, was die da immer zusammenbringen da. Ja. Verrückt. Ich habe ja alle hier, also die ich nicht als Rezensionsdisc bekommen habe, habe ich mir selber gekauft. Das ist einfach so lustig. Ja. Na, mal sehen, was ihr sagt. Kate, was sagst du denn über A Haunting in Venice? Ist der dritte Teil der, sagen wir mal, Reihe um Hercule Poirot, einem Privat- oder Meisterdetektiv. Der erste war Mord im Orient Express aus 2017, danach folgte Tod auf dem Nil 2022 und jetzt eben A Haunting in Venice. Hercule ist quasi im Ruhestand, er verbringt seine Tage in Venedig und versucht da seiner Neugier aus dem Weg zu gehen, um doch nicht wieder irgendwo Mordfälle oder irgendwelche Geheimnisse zu lösen. Das gelingt ihm soweit ganz gut, bis dann Ariane Oliver, gespielt von Tina Fey, auf ihn zukommt. Die ist Schriftstellerin, die kennen sich schon, glaube ich, aus dem letzten Teil, Tod auf dem Nil. Und die will, dass er mitkommt zu einer Seance. Es ist die Nacht vor Allerheiligen, also Halloween-Nacht. Und in dem Haus, wo er sie mitnehmen, wo sie ihn mitnehmen will, passieren seltsame Dinge und sie möchte, dass er das aufdeckt und sie möchte dann da drüben die Geschichte schreiben. Und er will erst eigentlich nicht und dann verrät sie so ein bisschen mehr über das Haus und dass da jemand gestorben ist und dass jetzt eben die Besitzer und die Eltern der Verstorbenen eben eine Seance abhalten wollen mit einem Medium. Und sie aber glaubt, dass da einiges falsch läuft und dass diese Geisterbehauptung jetzt aufgedeckt werden muss. Und es gibt nur einen, der das aufdecken kann und das ist Hercule Poirot.
Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ja, cool, Poirot. Ja, egal. Poirot. Du kannst es viel schöner. Auf jeden Fall lässt er sich überreden. Er geht mit und bereits nach kürzester Zeit wird ihm klar, okay, das Medium spielt hier falsch. Da ist der Strick versteckt, da ist der Strick versteckt. Und deckt es relativ schnell auf, wie die Geschehnisse im Haus passieren. Allerdings geht das Medium einen Schritt weiter und tut so, als wäre es von der zuletzt verstorbenen jungen Dame des Hauses besessen und spricht in ihrer Stimme, du hast mich getötet, du hast mich getötet, und deckt quasi auf, dass es kein Unglück war, sondern tatsächlich ein Mord. Und dann will Hercule auch herausfinden, ob was da dahinter steckt. Und plötzlich wird das Medium getötet, noch in derselben Nacht. Und dann ist klar, okay, da steckt was dahinter. Wer hat das Medium getötet? Wahrscheinlich derjenige, der auch das Mädchen getötet hat. Und der jetzt verhindern will, aufgedeckt zu werden. Und so muss er jetzt rausfinden, wer hat das junge Mädchen getötet und warum. Und wieso möchte die Person das so strikt verheimlichen, dass sie einen weiteren Mord begeht? Ja. Es ist der dritte Teil. Es hat extrem an Cluedo erinnert, denn es gibt ein Musikzimmer und es gibt eine Bibliothek. Und wo waren Sie? Ich war mit Mr. Mortimer in der Bibliothek. Und ich war im Musikzimmer und habe viel gespielt, was weiß ich. Also es war schon sehr, sehr Cluedo-artig. Der Moment im Film, wo ich dachte, ist das jetzt der Höhepunkt, war dann fast das Ende. Also ich muss sagen, hat mich nicht glücklich gemacht. Der Mord im Orient Express fand ich noch richtig gut. Tod auf dem Nil fand ich auch schon weniger gut. Und A Haunting in Venice war jetzt, finde ich, also aus meiner Perspektive, mit der Schwächste. Es ist, weiß ich nicht. Es ist langweilig erzählt. Die Charaktere sind, ach, ich weiß nicht, irgendwie langweilig. Und das ist alles so, hochgestöckelt, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist. Und es spielt ja irgendwie kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und alles kommt so langsam zur Ruhe. Und ich nehme dem Film das einfach nicht ab. Ne? Also das ist, ich weiß nicht, so Geisterhaus-Geschichten habe ich schon so viele gesehen und so viele gute auch gesehen. Und da ist es einfach langweilig. Ich weiß nicht. Und ich finde auch, dass der Schauspieler oder generell der Charakter Hercule Poirot einfach nicht mehr gut ist. Für mich ist das kein Meisterdetektiv und alles, was der durchschaut, das durchschaut auch ein anderer Detektiv. Ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie, da ist kein Kniff mehr dahinter. Mir fehlt irgendwie, ich kann es nicht mal in Worte fassen, mir fehlt irgendwie der Spaß wieder da dran. Das ist kein versteckter Sonderkniff, der alles zusammenführt. Es sind keine versteckten Details im Film, wo du dann hinterher denkst, ah ja, okay, krass. Es ist einfach ein langweiliger Detektivfilm. Es tut mir leid. Mich hat der überhaupt nicht abgeholt. Das ist kompletter Durchschnitt. Und das ist auch meine Punktewertung. Ich gebe 5 Punkte, weil er einfach mittelmäßig ist. Die Schauspieler sind gut. Ich meine, Tina Fey mal nicht in irgendeiner quatschigen Rolle ist auch mal nett. Aber ich weiß nicht, da ist die eine, die Mutter von der Verstorbenen spielt, die kenne ich halt aus Yellowstone, war auch mal nett, die in einer anderen Rolle zu sehen, aber es ist einfach langweilig. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich kann ihn nicht weiterempfehlen. Das klingt ja nicht so gut. Obwohl, nee. Selbst der Tod auf dem Nil war jetzt auch schon nicht so der Riesenbringer da. Ja, sag ich ja. Der Mord im Orient Express hat mich noch abgeholt, weil das war wirklich so, der hatte noch so einen What-the-fuck-Effekt am Ende, wo du denkst, okay. Rätseln und so. Ja, und so gehörte das alles zusammen und das hat dann schon bei Tod auf dem Nil nicht mehr funktioniert und jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Und man versucht dann dieses Mystische mit reinzubringen, mit dieser Seance,
die er innerhalb von 2 Minuten komplett aufdeckt und hier, da ist der Komplize versteckt, der macht das und das und das und das und das ist einfach langweilig, ist einfach langweilig. Schade. Ja. Haunt ja. Venice. Okay, Mensch, 4 Filme, da gab es heute was ordentlich auf die Ohren hier beim Kinocast. Kleiner Hinweis von mir noch, der Adventskalender läuft und läuft und läuft und mittlerweile hat sich auch in dem einen Gewinnspielforum das wieder beruhigt, nachdem sie gleich erstmal die Lösung gepostet haben, ich sie dann darauf hingewiesen habe, dass sie das doch bitte sein lassen sollen, weil unsere AI das sowieso rausfindet, hat übrigens sehr gut geklappt. haben sie es tatsächlich dann gelöscht, den Beitrag, und da ist auch zumindest in dem Forum nichts Neues mehr gekommen und die AI hat bis jetzt nichts Neues gefunden, toi toi toi. Also spielt weiter fair. Genau, und da könnt ihr coole Sachen gewinnen. Heute gibt es zum Beispiel eine Blu-ray von Godzilla vs. Kong zum Gewinnen, ja. Und ich glaube, der Film ist sehr einfach zu erraten. Kleiner Tipp, gab es auch mal in der Sneak. Schon wieder so einfach, Mann. Ja, gibt es auch nochmal schwerere Rätsel? Es wird schwerer, genau. Ja, es wird schwerer. Genau. Wir grasen erstmal die Obvious, Captain Obvious Sachen ab hier, ne? Und dann kommen die schweren Filme. Filme und Serien. Okay, Musiktipps haben wir natürlich auch wieder für euch da draußen, für eure Ohren. Music. So, ich mache schon mal mein Spotify hier auf. Vielen Dank übrigens an alle, die mir das irgendwie geschickt haben als DM mit, ja, ich habe hier Kinocast in meiner Spotify, da gab es ja dieses Wrapped hier, ich habe hier Spotify ganz oben dabei und so. Vielen Dank an alle. Ja, ich hoffe, ihr hört uns auch auf anderen Plattformen, nicht nur Spotify. Die machen leider nicht alle so eine schöne Übersicht. Kate, was packst du auf unsere Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify? Ich bin mal wieder in der Vergangenheit unterwegs gewesen und habe mich für The All-American Rejects entschieden und den Song Gives You Hell. Klingt ja nach einem Weihnachtssong hier. Ja, total. So, wo haben wir es denn? Ach, hier, Kinocast-Songs. Okay, ist drauf. Chris, was packst du denn drauf? Ich pack den Main-Song von unserem schönen Film 791 Kilometer drauf, der auch im Auto gesungen wird von Bill Withers, Lean on Me. Magst du da vielleicht sogar die Live-Version drauf machen? Gibt es ja auch bei Spotify. Nee, mag ich nicht. Nein, okay, normal. Willst du haben? Da, ist drauf, jetzt live. Und ich pack was drauf. Ich habe so einen neuen Radiosender entdeckt. Da kam von Megahertz, Wir könnten Götter sein. Das packe ich hier direkt mal auf unsere Kinocast-Songs-Playlist tatsächlich. Ich gehe heute auch noch auf ein Konzert. Das ist eigentlich nicht eins, was ich mir ausgesucht habe, sondern ich habe Paw Patrol in Konzert. Ich habe nur die Karten verschenkt. Gregor Meile ist heute angesagt. Oh, ja. Okay. Gregor Meile. In der Liederhalle. Nee, nicht Liederhalle. Wie heißt das oben auf dem Parksattel? Ah, ich werde es schon finden. Theaterhaus. Genau, Theaterhaus. Ja, genau. Ja, helfe genau. Gern. Also ja, ist halt, sehr ist halt gern. So, dass ja, sehr gern, sehr gern. Sich okay. Vielleicht auskennt. So, gerade haben wir von Gregor Meile was auf dem Dingsen in unserer Playlist. Weiß ich nicht. Gerade. Wenn mir was gefällt, dann packe ich es nächste Woche drauf. Ja, ist normal nicht so meine Musik, aber in einer Beziehung macht mir ja Zugeständnisse. Ja, und ich weiß, meine Frau, die mag das sehr und deswegen habe ich ihr die Karten damals geschenkt. Guck, okay. Und ich lasse deswegen meine Frau zum Taylor Swift-Konzert gehen. Das ist aber nett von dir, dass du sie zum Taylor Swift-Konzert gehen lässt. Das ist sehr nett. Gell, ich finde mich auch sehr nett. Hast du da so eine Leine, wo du dann so drücken kannst, aufs Knöpfchen, wo dann das ein bisschen weitergeht, dann, dass du bis dahin gehen kannst? Ich hab so ein kleines Elektrohals. Du tust dir den AirTag rein, den AirTag in die Tasche, dann weißt du genau. Dann kannst du drücken, dann macht's Beep und dann weißt du, sie muss heimkommen. Sollte ich also nächste Woche hier nicht mehr zu hören sein, hat meine Frau mich wahrscheinlich irgendwo vergraben. So, da könnt ihr jetzt gleich von Loriot mal das Weihnachtsgedicht mal lesen. Da das hat so auch so ein Thema. Okay, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und lasst Kommentare da. Schickt mir auch gerne weiterhin eure Spotify-Screenshots, da freue ich mich sehr. Und ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis morgen dann im Kino. Chris, tschüss. Ja, sagt keiner was, dann nicht. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Zukunft und auf Wiederhören. Ach so. Tschüss. Bis bald im Kinocast.